Moin Leute, was geht? Die Reitpferde in Red Dead Redemption 2 bzw. Red Dead Online werden oft als die schlechtesten Pferde im ganzen Spiel betitelt. Ich bin hier gerade auf einem Tennessee Walker unterwegs, ein Reitpferd nebenbei für alle, die es nicht wissen. Und ja, jetzt so wirklich Probleme habe ich mit diesen nicht. Reitet sich eigentlich ganz schön. Man sieht hier die Info. Und ich persönlich muss sagen, so schlecht sind sie nicht. Und für alle, die nicht wissen, was das schlechteste Pferd ist, darum soll es heute in diesem kurzen Video mal gehen. Und fangen wir doch einfach mal gleich an. Die ganz alten Red Dead Spieler, die schon seit der Beta-Phase online sind, die werden sich wahrscheinlich gar nicht dran erinnern. Das schlechteste Pferd im ganzen Spiel ist nämlich die klapprige Schindmähre. Das ist auch das Anfangspferd. Und ja, aussehen tut's schon ziemlich abgemagert, so kurz vor Tod, und ja, so wirklich pralle ist dieses Pferd nicht. Da kann man sagen, was man will. Was jetzt das Pferd im Gesamtpaket angeht, man kann es hier sehen, oben steht klapprige Schindmähre. In Geschwindigkeit hat dieses Pferd 2 von 10 Punkte und in Beschleunigung 1. Zwar kann man das mit dem entsprechenden Sattel auch verbessern, bis auf 4 oder 5, je nachdem. Allerdings ist hier der Nachteil, man kann dieses Pferd nicht verbessern. Das heißt, ihr könnt dieses Notreserve-Pferd nicht irgendwie aufrüsten, aufleveln. Und das ist schon ziemlich schade. Ja, was kann man noch über dieses Pferd sagen? Das Fell ist räudig, das heißt, ja, so zerfressen, kahle Stellen oder halt vergammelt, verschimmelt, kann man auch sagen, wenn man will. Aber jetzt im Großen und Ganzen ist dieses Pferd einfach nicht schön. Und man kann wirklich sagen, das ist das schlechteste Pferd im ganzen Spiel. Und nicht die Reitpferde, denn diese sind eigentlich wirklich solide und bringen euch wirklich problemlos von A nach B und haben auch wirklich viel Potenzial, nicht so wie dieses Pferd. Hier reite ich mal auf Fullspeed. Ihr seht, der Ausdauerring und der Lebensring, die sind so gut wie gar nicht gefüllt. Beim Leben habt ihr wirklich nur so ein Filzelchen. Und bei der Ausdauer hier ein paar, nicht mal 100 Meter gerannt, so gefühlt. Und da ist schon der Ausdauerring leer und der Kern, der ist dann auch in kürzester Zeit geleert. Und ja, dieses Pferd wollt ihr wirklich nicht haben. Und ja, einfach nicht zu gebrauchen. Was jetzt das Leben angeht, ich bin da wirklich über einen Stein gestolpert. Einen wirklich kleinen Stein, und da ist das Pferd schon tot gewesen. Das ist der Moment, wo ich wirklich sagen kann, dass ihr euch wirklich glücklich schätzen könnt, dass ihr zumindest ein Reitpferd habt, denn alles ist besser als dieses Pferd. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video das schlechteste Pferd in Red Dead Redemption 2 bzw. Red Dead Online präsentieren, und nebenbei, es sind nicht die Reitpferde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.